Hallo und herzlich willkommen bei Potternanda. Glück auf, frisch auf, aus der Hart. Wir sind unterwegs auf dem Weg, ja, wo sind wir denn hin? Ins Biotop Bringsknapp. Und was erwartet uns da? Knorrig verdrehte Eichen und Teiche. Ich bin gespannt, es ist super warm. Es ist relativ, also es war wirklich voll gewesen auf dem Wanderparkplatz. Deswegen ab in die Natur und kommt mit. Ja, oder das Wandernavi sagt mir gerade, dass hier zur Linken das Hochmoor Bringsknapp sich befindet. Und wenn man genau hinguckt, da sieht man so kleine Rumpelwichte mit langen roten Haaren. Hier sieht man nochmal ganz deutlich, wie knochentrocken die Hart doch eigentlich ist. Und die Fahne, die liegen einfach braun und völlig ausgedorrt da nieder, kaum zu glauben. Hier wieder eine wunderschöne Wegkreuzung. Drehst dich dreimal im Kreis, weißt du nicht mehr, wo du bist, aber im Zweifelsfall immer berghoch. Natürlich. Ja, und da sind wir schon wieder beim Jupp. Für seine Verdienste in der Wegearbeit und im Naturschutz. Hier waren wir tatsächlich schon mal auf unserer durch vier Jahreszeiten Tour. Ich habe die Hart an der Grenze genannt, weil es halt über alle vier Jahreszeiten vom Wetter her ging. Der Sauerländische Gebirgsverein Bezirk Emscher-Lippe 1916 bis 1980 hat der Jupp hier gelebt. Ja, und das ist ein Naturdenkmal, ein Gesteinsblock, ein Findling aus Granit, ortsfremde Gesteinsblöcke. Das ist durch Gletschereis während der Saale-Eiszeit, jetzt halt euch fest, vor 200.000 Jahren in unserem Raum aus Skandinavien transportiert worden. Naturdenkmal Nummer 18 im Landschaftsplan Die Hart. Besonderer Schutz und nicht beschädigen und entfernen schon gar nicht. Obelix höchstens, aber wir nicht. So, hier sieht man tatsächlich zur Abwechslung mal keine glatten Buchen, sondern knorrige, alte, verdrehte Eichen. Das sieht märchenhaft aus. Und Orks! Ja, wie so ein Märchenwald. So, da sind wir auch schon gleich wieder.
Ja, der Martin, der beschwert sich schon fast, dass wir schon wieder am Endpunkt angelangt sind. Was soll ich sagen? 9 Kilometer sind schnell rum. Das ließ sich relativ schnell abschreiten. Waldwege, Wege, 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 Wald. Und Bäume, 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 Natur. So, Erholung garantiert. Und so sind wir auch schon wieder angekommen. Meiste Zeit auf dem Hohen Marksteig, einige Wegkreuzungen, auch den Hartgrenzweg, den ich ja schon gelaufen bin. So kam mir auch der dicke Stein direkt wieder bekannt vor, dem wir auch schon mal bei einem unserer vorigen Runden begegnet sind. Da war aber noch viel Schnee und Eis. So, an dieser Stelle darf ich mich schon wieder verabschieden. Bleibt gesund, vergesst das rausgehen nicht. Und bis bald, euer Schrömi von Potternander. Tschüss!